Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chewie Escape from F5. Wir sind in der großen Stadt angekommen und somit in definitiv absolutem Neuland für mich. So weit bin ich früher wirklich nicht gekommen. So, umso spannender wird es jetzt auch für mich und wir werden uns mal der Erfahrung hingeben. So, wir können scheinbar hier in den Bahnhof rein oder... Ja, da müssen wir eigentlich wahrscheinlich hergekommen sein. Wie kam man mit dem Zug hier? Vom Zeitungsjungen hatten wir eine Zeitschrift bekommen und ein Poster rausgetrennt. Der Taxifahrer wollte noch nichts von uns. Wir gehen mal gucken, wie weit wir hier irgendwo in irgendeine Richtung kommen. So, da ist eine dunkle Gasse, in die wir rein können. Und ich suche gerade mal ein bisschen Ankerpunkte. Das Auto war ziemlich laut. Na gut, dann gehen wir mal in die dunkle Gasse. Was steht denn da alles? Harte Jungs tanzen nicht. Zu viel. 2x3. 16 minus 9. Sind. Eben. Viele Zahlen. Sehr auffällig. Wir schauen uns um. Die riechen noch schlimmer, als die aussehen. Dann halt die Nase zu. So, wir haben ein Loch im Zaun und wir haben einen Zaun. Ein Zaun mit allerlei Geschmiere. Das wäre mir auch schon aufgefallen. Da oben steht noch was von Knochen. Knochen war hier. Aber die Schriftzüge sind nichts Besonderes mit Ankerpunkten. Dann schauen wir mal durchs Loch. Wow, jede Menge Schrottautos. Wenn wir das Surimi hier laufen lassen, dann fliegt die ganze Stadt in die Luft. Führe mich nicht in Versuchung. Haben wir das Surimi? Wir haben das Surimi noch. Können wir das durch das Loch schieben? Keine Chance. Warum? Du hast mich auf die Idee gebracht. Dann sag doch sowas nicht. So, ach, ja, ein Zahlenschloss. Und ein Zaun mit ziemlich vielen Zahlen. Okay, macht irgendwie Sinn? Fest verschlossen. Hast du nicht mehr probiert. Ein Zahlenschloss mit 3 Zahlen. Ja. Also tippe ich auf 7, 6, 2. Wir probieren mal. Finger mal an dem Schloss rum. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ah, so bediene ich das. 7. 6. 2. War das jetzt richtig? Komm, Howard. Die Tür ist auf. Lass uns nachsehen, was dahinter ist. First try. Ich weiß nicht, Chewie. Ist das nicht illegal? Ich bleibe besser hier. Feigling. Ganz schön dunkel hier. Was ist das? Sieht aus wie Gold. Eine goldene Uhr. Es wird bestimmt niemanden stören, wenn ich sie mitnehme. Hey, da liegt ja noch ein Ring. Her damit. Und da funkeln Diamanten. Oh, die bewegen sich ja. Die kommen auf mich zu. Oh, Komm, Howard, es ist Zeit, sich abzuseilen. Ich hab ja gewusst, dass es nicht richtig war. Hey, wer hat hier das Schloss geknackt? Was seid ihr denn für Landeier? Los, her mit dir und dem Ring. Das geht uns auf den Kürbis. Oh, oh. Komm nur. Oh, oh, Chewie, was machst du? Keine Sorge, Howard. Mit dem werde ich schon fertig. Wer mit uns auch? Rück den Schmuck wieder raus. Sonst geht was auf die 12. Oh, oh. Großmaul! Später. Noch später. Noch viel später. Endlich. Okay, Langer. Was liegt an? Chewie, du bist auf einmal so verändert. Baby, reich mir meine Harley. Oh, Chewie. Hast du was abbekommen? Hey, Keule. Wo steigt denn hier die nächste Pokerrunde? Er hat ganz sicher etwas abbekommen. Okay, Howie, lass uns gehen. Bist du wieder klar im Kopf? Mir ging es nie besser. Ganz sicher? Nur der Tod ist sicher, Howie. Wow. Sehr hübsch, Chewie. Sehr hübsch.
Oh mein Gott. So, haben wir jetzt wirklich Dinge? Ja, wir haben eine goldene Uhr bekommen. Moment, erstmal das Surimi irgendwo wegtüten. Wir haben Dinge bekommen, die schauen wir an. Ein Timeout Modell 95, 98% wasserdicht. Was zur Hölle ist 98% wasserdicht? Macht gar keinen Sinn. Es sind noch 95 Cent. Ah nee, die hatten wir vorher schon. Wer weiß, wo der Rocker den geklaut hat. Aber von den Diamanten haben wir nichts bekommen. Das waren vielleicht die Augen von dem Typ? Ich habe keine Ahnung. Okay, Diamanten haben wir keine, aber eine Uhr, die wertvoll aussieht und ein Ring, der wertvoll aussieht. Vielleicht können wir das jetzt so Geld machen. So, Jungs, wir gehen. Wir schauen mal noch kurz Richtung Union Station, ob wir da wirklich herkamen. Ist dabei. Ah, dann fahren wir wieder zurück. Jungs, so war das nicht geplant. Fahrt mal bitte wieder zurück. Aber das müssen wir da im Hinterkopf behalten, dass man das... Etwas später. So, dass man das grundsätzlich tun könnte. Aber zuerst sehe ich da mal keinen Sinn dran. So, zuck, zuck die Eisenbahn, wir sind wieder da. So, und der Taxifahrer wollte nicht mit dem Kürbistyp quatschen, aber wir sind ja jetzt kein Kürbistyp mehr. Hey, Alter, Tür auf! Scharfer Anzug. Aber ihr seht so aus, als hättet ihr nicht genug Kohle dabei. Vielleicht können wir ihn ja mit einer Uhr bestechen? Dann lesen wir auch das Taxischild. Damit kann man ein Taxi rufen. Ja gut, das ist schon da. Das Problem haben wir schon gelöst. Möchtest du eine goldene Uhr garantiert legal erworben? Was soll ich mit einer Damenarmbanduhr? Oh, das hat das Spiel mir nicht gesagt. Vielleicht ist das ein Herrenring? Okay, Mann. Wie sieht es mit deinem Deal aus? Was denn? Willst du mir deinen alten Kürbis andrehen? Nein, schau mal hier. Hey, so einen habe ich mir schon immer gewünscht. Dafür könnt ihr so oft mit meinem Taxi fahren, wie ihr wollt. Das war ja easy. Okay, was können... Ah, Bahnhof, okay. Wo können wir noch hin? Verlagsgebäude, stimmt. Wir wollen ja mal nachfragen, ob wir unser Buch dann doch noch verlegt bekommen. Auf dem Postweg hat das nicht funktioniert und ein Hotel. Ja, gib mir eine Sekunde. Also Bahnhof, Verlagsgebäude, Hotel. Wir können zuerst beim Hotel einchecken. Wir haben auch einen Hotelgutschein. So. Ein Junge. Taxischild, wahrscheinlich zum Taxi rufen. Das Hotel an sich. Hey, ihr widerlichen außerirdischen Infiltratoren! Ihr wartet! Euch Bart Roger, dem Retter des Universums, in den Weg zu stellen? Hey, Chewie, wie ist der denn drauf? Also, Howard ist schon eigentlich ein Mensch, Chewie halt nicht so. Aber wir haben ein Poster von deinem Bug Rogers. Möchtest du das haben? Hey Junge, schau mal, was ich hier habe. Wow, du außerirdischer Pinkinese. Das ist ja ein Bug Rogers Poster. Her damit. Hier dürft passieren. Diese Jugend. Okay, das hätten wir schon mal geregelt. Das war easy. So, wo wollen... Von was hast du uns jetzt abgehalten? Vielleicht hätten wir auch nicht ins Hotel gedurft mit ihm. Keine Ahnung, wir schauen uns erstmal Mülltonnen. Mit ein paar Rädern drunter würde sie aussehen wie ein Android, den ich mal hatte. Naja, können wir da irgendwas looten? Bin ich der Müllmann? Nee, jetzt gerade nicht so. Kommen wir hier noch irgendwo weiter? Ah, hier gibt's noch irgendwas. Ein Kostümshop? Und mehr nicht. Okay, dann schauen wir uns erstmal, dass wir im Hotel einchecken können. Der übliche gelangweilte Rezeptionist. Aschenbecher mit einer qualmenden Zigarette. Da liegt ein Zigarrenstumpen drin. Dem ist da was auf den Schädel getropft. Können wir den mitnehmen?
Können wir scheinbar schon. Nicht gerade eine Havanna, aber qualmen tut's auch. Dann schauen wir mal nach dem Portier. Ja, da tröpfelt's weiter. Okay, was ist mit der Wasserleitung? Sie ist undicht. Das Wasser tropft dem Portier auf die Birne. Ihr könnt sich halt irgendwie ein Stück nach rechts stellen. Dann wäre das Problem gelöst und einen Eimer unterstellen. Vor 50 Jahren war das Ritz Hotel ein richtiges Schmuckstück. Ach, sind wir im Ritz? Okay. Ein schmieriger alter Sack. Das tropfende Wasser aus dem defekten Rohr scheint ihm ziemlich auf die Nerven zu gehen. Ja, wie gesagt, ich habe eine Problemlösung vorgeschlagen. Sie führt nach oben. Und wenn man oben ist, nach unten. Eine 10 cm dicke Staubschicht bedeckt den Tresen. Dann scheint das Hotel nicht gut zu gehen. Okay, wir quatschen mal mit dem Portier. Wir haben Gutschein. Ich lasse ihn besser schlafen. Wieso? Ich wollte einchecken. Wir hatten doch einen Hotelgutschein. Ein Hotelgutschein für ein Luxushotel. Ohne Frühstück, ohne Mittagessen, ohne Abendessen und ohne Bahnfahrt in Big City. Können wir das dem Portier geben? Und wann können wir unser Zimmer sehen? Guter Witz. Ich schätze, ihr seid etwas spät dran. Der Gutschein ist über 50 Jahre alt. Aber wir haben den erst vor kurzem bekommen. Tja, wie die Zeit vergeht. Was? Ey, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir das Leitungsproblem lösen, dass wir dann irgendwie trotzdem bleiben dürfen. Hey, ihr zwei schrägen Vögel, wo wollt ihr hin? Hallo, Opa. Wir sind von der Ausländerbehörde. Wir wollten überprüfen, ob sie illegal eingereiste Außerirdische beschäftigen. Kann ich mal eure Ausweise sehen? Vergessen. Dann dürft ihr da auch nur hinauf, wenn ihr ein Zimmer habt. Oh. Oh, oh. Er hat einen Kaugummi. Und in Adventures repariert man doch Leitungen immer mit Kaugummi. Und coole Kids mögen noch Zigarren, oder? Also in der Realität nicht nachmachen. Aber ich glaube, im Spielen ist das sinnvoll. So, Junge, jetzt kannst du was erleben. Schmack. Zui, du wirst doch nicht. So, den werden wir los. Hier, ich habe diesen blöden Kaugummi. Kannst du den noch brauchen? Gib mal her. Der hat ja die gleiche Farbe wie ich. Das ist bestimmt Chewigum. Klar, wenn ich mal ein Loch habe, dann kannst du es damit flicken. Aber nicht vergessen, die defekte Stelle erst einmal gründlich mit Schleifpapier anrauen und von Fett reinigen. Sonst klebt's nicht. Wie auch immer Howard jetzt an den Kaugummi gekommen ist. Aber ja, den Hinweis, dass man damit was abdichten könnte. Wie machen wir das jetzt? Nutzen wir das selbst mit der Wasserleitung? Hey, Alter, wir haben dein undichtes Rohr repariert. Ist nicht wahr. Ich warte schon seit Wochen auf Mario, den Klempner. Okay, Leute, dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Hast du einen Lendenschurz mit zwei Taschen? Nein, eigentlich habe ich nur eine freie Luxussuite. Okay, dann nehmen wir die. So, hier ist der Schlüssel. Das Zimmer ist im ersten Stock. Was hat der immer mit seinem Lendenschurz mit zwei Taschen? Das erschließt sich mir noch nicht, aber wir können jetzt, denke ich mal, nach oben. Ja, können wir. Oh Gott, so viele Türen ohne Nummern. Wie sollen wir da nur unser Zimmer finden? Gute Frage. Nächste Frage. Was haben wir überhaupt für eine Zimmernummer? Was spielt das für eine Rolle? Die Türen haben doch sowieso keine Nummern. Da ist was dran, aber wir schauen trotzdem mal, ob da irgendwie was draufsteht. Der Schlüssel zur Luxussuite. Na gut, dann wir können da rein. Also es gibt genau eine Tür mit Pfeil. Wir schauen uns erstmal noch nach den anderen Türen. Sie hat keine Zimmernummer. Oder ist der... Nee, der... Ist der Pfeil... Weiß nicht, war das jetzt die Treppe? Nee, das ist die Tür.
Egal, wir schauen trotzdem mal noch die anderen Türen an. Vielleicht gibt es auch noch irgendwas. Können wir anklopfen? Ohne Schlüssel kann ich sie nicht öffnen. Na gut, dann probieren wir das auch mal, ne? Das Zimmer ist leer. Das könnte unseres sein. Naja, zumindest hat es keine zweibeinigen Mieter. Können wir auch andere Türen aufsperren? Aus dem Weg, meine Herren. Noch keine Zeit. Hoppla! Wer war das? Das war der Kakerlakenkiller. Er hat den brandneuen Turbokill 9022. Der saugt was weg. Ach ja? Den kann man auch umschalten und als Gebläse benutzen. Ist denn Kakerlakenweitwurf olympische Disziplin? Nö, die kann man vorher laufen lassen. Spiel, was willst du mir damit sagen, dass man mit dem Staubsauger auch pusten kann? Können wir irgendwie mit dem Typ quatschen? Aus dem Weg, meine Herren. Ich hab keine Zeit. Hoppla! Nee, wir können zwischendrin nichts machen. Wer war das? Das war der Kakerlakenkiller. Er hat den brandneuen Turbokill 1922. Ja, das wissen wir schon. Der saugt was weg. Ach ja? Den kann man auch umschalten und als Gebläse benutzen. Ich wollte nur schauen, ob ich mit dem Typ irgendwas tun könnte. Nö, die kann man vorher laufen lassen. Okay, nächste Tür. Oh. Da haben wir doch mal Glück gehabt. Hoppla. Okay, nächste Tür. Nächste Tür. Da haben wir doch mal Glück gehabt. Eieiei. Hey, was soll das, ihr miesen Landratten? Hier, kleines Geschenk von Captain Steen. Oh, ich glaube, das war das falsche Zimmer. Ja, und ein fragwürdiger Platz, seine Schnapsflasche abzustellen. Ja gut, die werden wir wohl zuerst mal einsacken. Und betrachten. Vielleicht gibt das Spiel uns ja noch irgendeinen Wink mit dem Zaunpfahl. Wo kann ich den Schlüssel hinpacken? Dahin. Blackbeard alkoholfreier Whisky für ungetrübtes Seemannsglück. Alkoholfreier Whisky. Weiß das, glaube ich, wirklich gibt, hat mir mal jemand erzählt. Ich kann sie nicht öffnen, von innen steckt ein Schlüssel. Okay, gibt er uns noch irgendwas? Hey, ihr schon wieder? Jetzt reicht es aber. Deckung, Howard. Zu spät. Seemannsmütze nehmen wir mit. Und schauen gleich, ob es noch was gibt. So, Mütze kurz angucken. Auf dem Etikett steht Captain Steen, Big City Dock 13. Wird vielleicht noch relevant sein. Gibst du uns noch was? Nein, danke. Von Captain Steen habe ich genug. Womöglich schmeißt er noch sein ganzes Schiff nach uns. Okay, Howard, lass stecken. Sicher. Mit Leuten, die ihre Kappen wegschmeißen, ist nicht zu spaßen. Howard, du bist manchmal unlustig. Der Fleck ist kein Ankerpunkt. Die Kakerlake auch nicht. Okay, dann gehen wir mal in das Zimmer, was eventuell unseres ist. Na, sehr wohnlich. Ein Kakerlakenspeer. Was willst du mir damit sagen? Er erkundet das Terrain nach Fressbarem. Vielleicht sollten wir da was Fressbares hinterlegen. Haben wir noch was? Haben wir noch essbare Dinge? Wir haben halt immer noch den Borg. Die Maske haben wir auch schon ewig. Nee, wir haben nichts Essbares. Habe ich im Hinterkopf. Was gibt's denn hier sonst noch? Ein Fenster? Die Scheiben sind total versifft. In der Ferne sieht man einen Hafen. Vielleicht können wir dort auch noch hinfahren, wenn wir jetzt den Hinweis haben, dass es den Hafen gibt. Nicht mein Geschmack. Wobei es hieß ja auch, dass wir nach Amazonien können wir nur mit dem Schiff fahren. Also sollte es in dem Spiel einen Hafen geben. Können wir die Lampe anmachen? Jetzt bringen wir etwas Licht in die Angelegenheit. Ah, jetzt sieht man auch eine Ritze, okay. Da scheint die Kakerlake zu wohnen. Schattiges Plätzchen. Ich weiß noch nicht, was uns das bringen soll, aber wir haben eine Funktion gefunden. Bett.
Erinnert mich irgendwie an mein Bett in der Zelle von F5. Ja, irgendwie schon. Ihr könnt dann dort auch zu zweit drin schlafen. Moment, das soll ja eine Suite sein, in dem wir sind. So stelle ich mir keine Suite vor, aber ist okay. So, dann haben wir hier, glaube ich, alles gesehen. Dann gehen wir nochmal nach draußen. Also wir brauchen was Essbares und was mit der Ritze ist, habe ich auch noch nicht verstanden. Und der Pfeil scheint nicht das Zimmer zu sein, sondern der Ausgang zu sein. Okay, dann gehen wir mal wieder. So, wir waren noch nicht im Kostümladen. Machen wir Sightseeing. Chewie, ich bleibe hier auf der Straße und warte, bis du fertig bist. Da, den kennen wir aus der Werbung. Das Ghost Hunter Kostüm aus der Zahnpasta-Werbung. Oh, können wir das mitnehmen? Okay. Kostüm, Kostümverleiher. Noch mehr Kostüme. Wir müssen so einen Schluck Wasser trinken. So. Muss trotzdem husten. So. Das Ghost Hunter Kostüm hätte ich auf jeden Fall gerne. Das Originalkostüm von Ghost Hunter. Wieso gibt's das hier? Jede Menge erstklassiger Spezialanfertigungen für Film und Fernsehen. Er wartet auf Kundschaft. Jede Menge erstklassiger Spezialanfertigungen für Film und Fernsehen. Da oben wollen die Hellebarde. Okay, wir reden mal mit dem Verleiher. Hallo, was kosten die Kostüme? Ab $500 aufwärts. Oh, so viel Geld habe ich nicht. Haben Sie nichts Billigeres? Nein, zurzeit nicht. Gestern hatten wir noch einen Lendenschurz mit zwei großen Taschen für $1,75. Aber den hat das Filmstudio abgeholt, die drehen einen Film im Amazonasgebiet. Das ist aber schade. So einen habe ich mir immer schon gewünscht. Tja, Pech gehabt. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Sie können sich ja etwas umsehen. Ja, das wäre auch fast unsere Preisklasse gewesen. Vielleicht kommen wir auch mit dem Filmstudio nach Amazonien. Sie ist vom Fernsehstudio. Bestimmt hat sie der Requisiteur vergessen. Dann nehmen wir die mal mit. Vielleicht können wir damit eine Location freischalten. So funktioniert das ja gerne in Spielen. Eine Visitenkarte der Parallax Studios. Mhm. So, können wir hier noch irgendwo weiter? Nee. Da geht's nicht weiter. Können wir an dem Großtante-Kostüm irgendwas machen? Wenn ich das mitnehme, bekommt die Geisterlady in der Flasche einen Herzinfarkt. Und das wird dich stören? Meine nur. Okay, also hier ist richtig teuer. Behalten wir mal im Hinterkopf. So, Howard. Hier ging es dann nicht mehr weiter. Dann gehen wir mal gucken, ob wir wirklich jetzt auf der Weltkarte neue Gebiete erschlossen haben. Vielleicht einen Hafen und ein Filmstudio. Erfolgreich ein Taxi gerufen. So, Bahnhof konnten wir vorher. Verlagsgebäude waren wir noch nicht. Hotel. Ja, Fernsehstudio. Und ein Hafen. Ich hatte recht. Dann gehen wir zuerst mal ins Verlagsstudio. So, eine Telefonzelle. Pigeonbooks. Das Taubenbuch. Oder die Taubenbücher. Hotdog. Wir hatten mal einen Plotdog. Schalter? Schalter sind immer gut. Mit diesem kann man den Aufzug des Fensterputzers in Gang setzen. Ah, okay. Macht Sinn. Ich mich gerade gewundert, was da hinten ein Schalter tut. Aber ja, da ist ja so ein Seil. Ja, könnte was draus werden. So, hier haben wir Joey. Er scheint sein bester Kunde zu sein. Ja. Können wir mit Joey quatschen. Was kostet so ein Hotdog? $2. Aber die Frage ist nicht, was er kostet, sondern wie er schmeckt. Und ich kann euch sagen, der schmeckt echt lecker. Das Rezept stammt auch noch von meiner Urgroßmutter. Die hat Dan. Und da war dann noch mein Onkel Fred. Der hat starke Story.
Ja, Leute. Und später, sagte meine Tante Friesel. Noch mehr gern. Ja, und so wurde dieser Hotdog von mir verfeinert. Der sollte Schriftsteller werden. Dem hätte ich ewig zuhören können. Das glaube ich dir aufs Wort. Naja, wenigstens hat er nicht gemerkt, dass wir zu wenig Geld hatten. Ah, okay. Das wäre potenzielles Kakerlakenfutter. So, Rimien, nicht nach dem Hotdog gucken. Ist nichts für dich. Du kriegst irgendwie Metallzeugs und so. Aber wir müssen jetzt in die Pause. Bis gleich.